Hallo zusammen, heute testen wir wieder eine Map, nämlich die MH Pro Map 2.2.2. Und ja, die schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie die aussieht. Also hier ist ein bisschen was hinzugekommen, da müssen wir aber erstmal schauen, das ist ganz klar. Vorab, die Map kann man nur spielen, wenn man das DLC für den Norden und für den Osten hat. Nur da geht's. Sind ein paar Städte hinzugekommen. Hier drüben ist das ist neu hinzugekommen. Die Stadt. Dann hier ist noch was dazugekommen. Also es sind schon ein paar Sachen dazugekommen. Hier. Maastricht, Remscheid. Auch hier im Süden. Hier ist zum Beispiel ein riesengroßer Rasthof mit McDonald's hier bei Frankfurt am Main an der A3. Da hatten wir vor ein paar Tagen schon mal ein Testvideo, ein kleines zum Testen. Nürtingen, warum hier ausgerechnet Nürtingen drin ist, weiß ich nicht. Es ist relativ klein, aber ist halt mit dabei als Stadt. Und dann halt hier im Süden noch ein bisschen ist was hinzugekommen. Da sind wir heute auch unterwegs. Wir fahren einfach mal hier ein bisschen querfeld ein über Bozen und dann hier lang und hoch. Schau mal, wir fahren einfach mal ein Stück, um einfach mal ein bisschen zu gucken, wie hier gerade hier in der Berggegend mal das Fahrverhalten ist, wie es da so ein paar Berge drin sind oder nicht. Unterwegs sind wir im Actros MP4, der hat 580 Schlappen, wie man da sehen kann. Und ja, da schauen wir einfach mal. Map noch zu erzählen. Also wie schon gesagt, man braucht die DLC für den Norden, also Skandinavien und die Ost braucht man dazu, sonst funktioniert die Map nicht. Man kann die Map auch nur auf dieser Blogseite vom Alex, heißt er, kann man die nur runterladen, aber den Link stelle ich dann unten noch mit rein, dass ihr dann ungefähr Bescheid wisst. Wir fahren jetzt hier mal runter, wir fahren ein bisschen querfeld ein, wir fahren aber nicht so viel Autobahn, sondern einfach mal die Landstraße hier und dann schauen wir uns mal die Umgebung an, was der hier gezaubert hat. Straßenverhältnis und generell einfach mal ein bisschen. Die Autobahnen sind so an sich nicht großartig verändert worden. Also die sind immer noch so, glaube ich, standardmäßig, kurvenmäßig und so. Es wurde, glaube ich, hier und da mal ein paar Standmodelle hingestellt an Rastplätzen, so BDF, Tandem-LKWs, meines Wissens und solche Geschichten. Ich glaube, Baustellen sind mir jetzt nicht bekannt. Aber dafür gibt es ganz viele Firmen und sogleich neue Standorte halt einfach. In den Städten wurde auch viel gemacht. Hier und da gibt es Tankstellen. Dann sind einige Firmen neu eröffnet worden, die es eigentlich so vorher noch nicht gab. Aber mal schauen, ob wir da was unterwegs sehen. Zum Beispiel ist die erste Stadt Schur. Da fahren wir jetzt aber mal nicht rein, sondern wir fahren einfach mal weiter, würde ich sagen. Oder nee, stopp. Siehst du, haben wir uns schon verfahren. Da haben wir uns doch schon verfahren, weil wir müssen doch da lang. Da machen wir das jetzt anders. Da drehen wir. Ganz einfach, ganz simpel und ganz easy. Das machen wir jetzt einfach hier so, so immer ganz frech. Zack. Und fahren heute einfach mal so weiter, sind wir mal so frech. Das Navi jetzt eh angezeigt, aber gut, lassen wir das einfach mal weg. Ich bin die Strecke so nämlich noch nicht gefahren, deshalb entschuldigt mich bitte für dieses kleine Malheur. So, wie schon gesagt, hier hin und da sind immer wieder ein paar so Tankstellen eingebaut hier an der Straße. Am Straßenrand und so, das ist eigentlich ganz schick.
Dörflein und Städte und so noch ein paar Kleinigkeiten. Aber schauen wir uns einfach mal an, was hinzukommt. Wie schon gesagt, die Map kann man nur auf Alex seiner, auf seiner Blogseite runterladen. Den Link stelle ich unten rein später. Die Map müsst ihr runterladen über diese adf.ly-Seite. Also ich bin kein Fan von der Seite, ganz ehrlich. Da musste man hier und da öfter schon mal schlechte Sachen drüber lesen. Weil das ist so eine Seite, wo man dann noch ein bisschen Geld verdienen kann mit so einer Seite. Ich weiß nicht, bei 5.000 Klicks oder 10.000 Klicks kriegt man 5 Euro oder so. Na? Na, wo sind jetzt die 580 PS hin? Na? Geht schon. Dauert ein bisschen. Genau, und auf dieser Seite, da wird man, muss man erst 5 Sekunden Werbung anschauen und kann das dann oben rechts überspringen und kann sich das dann runterladen. Das sind dann 5 Parts. Da muss man praktisch 5-mal diese doofe Werbung angucken, um sich dann die Map runterzuladen. Finde ich ein bisschen schade, weil ja, ist halt einfach nicht so schick, diese Seiten. Das ist halt nicht so der Hit. Anschließend, glaube ich, kommt man dann auf Schermutz, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. So, wir sind jetzt von der Schweiz nach Italien. Genau, in Italien kann man sie lesen. Hier wird die KW-Kontrolle gemacht. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Hier stehen auch, wie schon gesagt, diese Stand-LKW-Standmodelle, also die stehen hier immer, die fahren auch nicht weg oder so, oder die sind hier einfach und die kann man sich auch dazu stellen und Pause machen. Genau. Hier ist die Straße etwas gesplittet. Ich glaube, auf der anderen Seite geht es zweispurig hoch, weil da geht es nämlich berghoch, genau, richtig. Und hier geht es jetzt natürlich ein bisschen rechts, links, man kann es jetzt links auf dem Navi, kann man es auch noch sehen, wie es hier rechts und links geht, also ganz schick gemacht, muss schön stark bremsen, weil sonst mit meinem Retarder arbeiten. Sonst ich gebe eigentlich gar kein Gas. Es geht eigentlich alles von allein, aber die Kurven sind halt sehr zackig. Muss man aufpassen. Wie man jetzt hier sieht. Schon nicht ohne. Schön zu fahren. Wenn man die Map dann runtergeladen hat, also diese 5 Parts, die muss man dann, jede Windzip muss man einzeln packen, weil in jeder Windzip ist dann ein gelber Ordner und da hat man die jeweilige SCS-Datei drin, das sind 5 Stück. Die schmeißt man in den Mod-Ordner, man muss kein neues Spiel anfangen, habe ich auch nicht, habe ich wie schon gesagt, ein Spiel stand da, habe die reingepackt im Mod-Ordner und habe dann einfach mein Spiel gestartet. Auftrag wurde logischerweise abgebrochen. Und man wird halt zu seiner Heimgarage oder zum Heimstandort zurückgeswitcht und da ja, geht es halt dann los. Da muss man sich halt dann erst einen neuen Auftrag holen. Was jetzt ich nicht so schlimm finde, Hauptsache man muss kein neues Spiel anfangen, weil dann ist es immer tragisch, wenn man Spielerpunkte schon hat. Man hat vielleicht mehrere Garagen und LKW-Fahrer eingestellt und naja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man eine komplette Blase jetzt oder aus der Arsch gegangen hier. Wenn man die dann entpackt hat, macht da keinen Sinn hier, ne? Wenn man die dann entpackt hat, dann hat man die Map hat eine Größe von 2 GB. Das ist schon mal gehört habt. Oder da geschmeckt. Das hier gefällt mir ganz gut hier. Das ist kleiner Kreisverkehr und da hat man hier ein bisschen was zum gucken. Ich zeige euch das mal aus der Luft jetzt mal ganz kurz. Hier hat man eine, also man fährt hier rein, hat hier noch schön viel, kann man sich hier Aufträge holen und man hat hier einige Trailer, die man abholen kann. Wie schon gesagt, ich habe ein Trailer-Pack drin, deshalb die verschiedenen Trailer-Skins und verschiedene Trailer, die sind auch im, unten in der Beschreibung des Videos sind die dann enthalten, die kann man sich dann auch downloaden, wenn man möchte. Hier hat man dann was hat man hier eigentlich? Das ist wahrscheinlich irgendwo nur ein Stellplatz. Ich schätze mal das hier. Ah, ist einfach nur ein Stellplatz. Hier haben wir noch Tankstelle. Sieht eigentlich ganz schick aus hier, mitten in der Pampa. Genau, dann fahren wir mal weiter.
Kreisverkehr ist recht klein. Aufpassen hier, dass man sich nichts kaputt fährt. Aber ich glaube, geübte Fahrer sollten hier kein Problem haben. Genau. Ist auch mal ganz schön, über Landstraßen zu heizen. Das ist, ist auch mal ganz schön. Sehen kann. Ist halt natürlich schick, wenn man sowas hier alles noch sieht. Das ist so Baustellen, alles was halt was draußen im realen Leben halt man auch sieht. Ne? Das will man im Spiel natürlich auch haben. Das macht das Spielen halt dann auch aus. Und es ist halt ganz schick, dass die Leute sowas in die Maps verbauen. Deshalb nochmal Hut ab an alle Modder, Skinner, Mapbauer. Eigentlich alle, die basteln und es dann den Leuten zur Verfügung stellen. Da nochmal großes Dankeschön. So, hier geht's rechts, links weg nach Euraxess, irgendwo im tiefsten Urwald hier, keine Ahnung. Da hinten irgendwo, gucken wir mal auf der Map. Das, ja, man kann es ein bisschen sehen hier, unten auf der Karte. Und jetzt kommen wir gleich wieder in eine Stadt rein. Ist jetzt hier. Ach, das ist schon Bozen. Okay. Das ist dann schon Bozen. Genau. Vielleicht kann man hier in der Stadt auch mal sehen, dass diese Firmen, zum Beispiel links von mir, die hier so immer so eingezäunt sind, die sind meistens von SCS immer geschlossen, die Tore praktisch, wie man es hier zum Beispiel sieht, also ein grünes. Und die sind jetzt oftmals offen. Man kann sich da auch Ladung holen. Man kann ja mal gucken gehen, ob hier in Bozen sowas gibt. Da kann man dann gleich mal schauen gehen. Ah, schon cool. Wir seppen uns jetzt hier gleich mal ein bisschen rum. Wir schauen es einfach mal an, würde ich sagen. Hier darf man nicht parken. Aber es ist mir relativ boogie. Wir fahren jetzt einfach mal hier ein bisschen rechts ran und schauen einfach mal. So, sieht ihr Leute, kommt sogar noch vorbei. Und dann schauen wir mal schnell hier. Hier ist zu, aber da gibt es noch Standorte. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier in Bozen ist. Hier ist auch zu. Das ist auch zu gut. ETC ist klar. Das ist eh klar, Transnet. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Hier ist auch zu. Da stehen wir. Wie sieht es hier aus? Ist natürlich schön, wenn man hier ein bisschen durch so Straßenbahn kann, wo ein paar Läden zu sehen sind. Das macht natürlich auch viel Spaß. Hunger auf McDonald's. Ich hab gleich Hunger. Genau. Also hier in der Stadt gibt es jetzt nichts, aber ich habe es in anderen deutschen Städten schon gesehen. Ich glaube in Frankfurt war es. Einiges offen ist, wo man sich dann auch Ladung holen kann. Mal gucken, vielleicht kommen wir noch in der Stadt rein oder ich kann mal hin seppen, fliegen, wie auch immer, um euch das nochmal zu zeigen. Wir fahren jetzt einfach nochmal ein bisschen hier Landstraßenfeeling entlang und schauen wir einfach mal ein bisschen, was wir noch so entdecken. Das machen wir jetzt einfach, wir fahren jetzt einfach nochmal über Rot drüber. Egal. Sind im Zeitdruck. Wie alle Fahrer, wie immer. Weil LKW fahren ohne Zeitdruck geht nicht. Hier steht wieder ein bisschen Polizei rum, das ist auch hübsch. Zack. Yeah.
aus dem Bozen raus. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier noch fahren, beziehungsweise was uns alles noch so entgegenkommt. Wie zum Beispiel, man sieht jetzt hier die Tankstelle und da steht zum Beispiel ein Standmodell, das sieht man an dem Volvo an sich gleich. Das ist ein typischer Volvo-Standmodell aus. Ah, das sieht man ja auch gleich, da brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Das sieht man gleich, auch der Trailer. Aber es macht ja nichts, das ist erstmal relativ buggy. Aber sieht einfach schick aus, wenn einfach ein paar so LKW-Modelle einfach ein bisschen rumstehen. Dass man den Eindruck hat, die machen eine Pause oder was weiß ich was. Es sieht einfach schön aus. Macht gleich ein bisschen was hier. Na? PS hier im Aktor, sie sind. So viel liegt nicht an meiner Ladung. Verrostete Leitplanken, auch ganz schick. Ist ja in Italien so Standard, also wer in Italien schon mal unterwegs gewesen ist, wird das feststellen. Ich durfte das auch schon feststellen. Auf Sardinien, gehört ja auch zu Italien. Die haben da auch sehr schöne verrostete Leitplanken. Sieht schick aus. Hier geht es auf alle Fälle ganz schön runter. In der Retarda geht hier nämlich gar nichts. Straßenbelag. Das wäre jetzt natürlich noch schön hier. Das ist hier Kopfsteinpflaster, wie man sehen kann. Schade, dass man davon nichts mitkriegt im Führer. Das ist eigentlich schade. Sowas wäre natürlich noch schick. Vielleicht auch an SCS, wenn ihr sowas seht. In den Städten oder wo auch immer, wenn so Kopfsteinpflaster kommt, dann muss schon ein bisschen muss sowas da sein. So ein bisschen Feeling. Weil da darf ich nicht drüber gleiten, wie hier zu sehen ist. Ziemlich langer Tunnel jetzt erstmal. Würde ich sagen, geben wir einfach mal ein bisschen Gas hier, dass wir hier durchkommen, schnell möglich. Schauen wir, wo wir überhaupt sind hier. Ja, das ist ein ziemlich langer Tunnel. Übrigens muss die. Was ist das? Die A10. Autobahn gerade drüber gegangen sein, wenn ich mich nicht täusche. Die dann nördlich Richtung Salzburg geht. Mir fehlen hier nur etwas mehr die Berge, also nicht im Straßenverhältnis, sondern eher, ja, hier, viele Berge sind immer gut, aber ich meine jetzt hier, was die Landschaft betrifft, hier Bozen und die Gegend ist eigentlich ziemlich alles hügelig, bergig, Südtirol halt, ne? Aber vielleicht kommt es ja noch. Zu der Map sagen. Also bei mir läuft sie sehr flüssig. Ich hatte auch noch keine Probleme. Ich bin ein bisschen was gefahren auf der Map. Und mir sind noch keine Fehler, habe ich jetzt noch keine entdeckt. Und Spielabstürze durch die Map habe ich auch noch keine gehabt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Aufträge annehme oder so.
Auch nichts entdeckt. Ihr seid natürlich ganz schön aus hier unten. Dass man hier unten schön. Ich glaube, da hinkommt, tut man da unten nicht. Aber es sah schön aus da unten. Wo die LKWs da gestanden sind. Hier mitten in der Prärie erstmal schön fährt McDonalds-Werbung. Sieht auch hübsch aus. Rechts abbiegen und einmal links. Aber ich würde mal schwer sagen, wir fahren einfach mal rechts. Weil es eh buggy ist. Mal langfahren. Wir wollen eh bloß ein bisschen rumcruisen, ein bisschen testen. Wir fahren jetzt noch nach Treviso und dann reicht es eigentlich auch. Dass ihr erstmal ein paar Informationen zu der Map habt, ist wichtig. Wie schon gesagt, dass ihr 2 GB habt. Wenn ihr sie entpackt habt, dann sind es 2 GB in eurem Mod-Ordner. Und wie schon gesagt, das Unterladen der Map erfolgt nur über diese Blogseite. Link, wie schon gesagt, stelle ich auch rein. Dann müsst ihr dann 5-mal runterladen. Also sind 5 Links, die ihr dann über den Blog runterladen müsst. Ich persönlich, wie schon gesagt, finde es nicht hübsch, weil ihr da in einem Link verpacken könnt, locker, weil in dem einen Link sind es gleich plus 15 MB, in dem zweiten Link sind es 30 MB. Und die größte, glaube ich, ist, ich weiß nicht, 500 MB oder so. Also, hätte eigentlich zusammenpacken können als eine Datei. Aber gut. Im Prinzip, er ist der Map-Ersteller, der Map-Autor. Er kann von sich aus, wenn er möchte, 100 Download-Parts machen. Wenn er sich dadurch ein paar Euronen verdient, dadurch sei es ihm gegönnt. So, die 580 PS verlassen uns wieder. Oh, boah. Ihr könnt es vielleicht besser machen wie ich. Holt euch einen LKW mit ein bisschen mehr Leistung, wenn ihr hier irgendwo im Alpenraum unterwegs seid. Das schon mal vorab. Sonst geht es euch genauso wie mir. Falls ihr vielleicht noch einen verstärkten Traffic-Mod im Mod-Ordner habt, dann wird es ja ganz schön zu Verkehrsaufkommen kommen. So, Kreisverkehr finde ich natürlich auch ganz schön. So Kreisverkehre mitten auf der Landstraße sind immer hübsch. Haben wir ja in Deutschland genug mittlerweile. In Italien sowieso, das ist ja gang und gäbe. Und hätte STS eigentlich auch machen können, dass die viel mehr Kreisverkehre in die Map einfließen lassen können, aber gut. Schauen wir mal, was noch in der nächsten Zeit noch so von STS kommt. Jetzt kommt erstmal Frankreich, was ich mitbekommen habe, beziehungsweise nur ein Teil davon. Da schauen wir doch mal, wie der so ist. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das so wird wie vom Aufbau, vom Straßenverhältnis und von der Kulisse wie Skandinavien, weil das ich war sehr überrascht und habe mich natürlich sehr erfreut. So, jetzt fahren wir jetzt einfach mal hier links weg, weil da geht es nochmal in so eine Art Industriegebiet rein und da geht gleich links schon der Kreisverkehr. Ist ein Wahnsinn. Da fahren wir auch nochmal rein, gucken wir, was da so los ist. Und dann war es jetzt eigentlich von meiner Seite her schon. Ihr habt erstmal so ein bisschen einen Eindruck erhalten davon. Dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Die Map haben wir uns ja so an sich schon angeguckt. Ein paar neue Städte sind hinzugekommen. Ein paar neue Straßen. Die Autobahnen sind gleich geblieben. Wurde, glaube ich, soweit nichts verändert. Also, dass es irgendwie begradigt worden ist, ist nicht passiert. Hier. 70 sind erlaubt.
muss aufpassen, weil der Arcturus, der da zu stark in Eisen geht, dann geht er gleich der Arsch weg. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt kommen wir gar nicht dahinter, oder wie? Was ist das für ein Käse? Stimmt, da muss man jetzt echt anscheinend nochmal irgendwie umdrehen. Da ist meine Schnell. Na, da ist mir jemand über Rot gefahren. Hier nochmal eine Anschlepptankstelle und da bleiben wir. Hier haben wir zum Beispiel noch nichts, mal einen Parkplatz klein. Zack, die Bohne. Da fahren wir jetzt einfach mal hier rauf und hier kann man sich sogar, ich kann mir sogar eine Fracht abholen. Hier einfach im Nirgendwo. Und ja. Genau. Das war's von meiner Seite. Und wie schon gesagt, die Links stelle ich unten alle rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, Daumen hoch. Ansonsten kommentieren und ich versuche alles Mögliche zu beantworten. In diesem Sinn, schönen Abend noch. Tschüss.